Hallöchen meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Angezockt. Wir testen heute ein neues und das Spiel ist Terra Memoria, wie ihr hier oben schon seht. Und das Spiel ist im Endeffekt ein 3D Pixel Art RPG Game. Ihr seid sechs Freunde und müsst, sag ich mal, wieder Abenteuer bestreiten, müsst Zauberkristalle finden, ihr müsst Roboter töten, ihr müsst alles Mögliche. Also das ist eine sehr, sehr coole Welt. Also ich bin gespannt. Was ich gesehen habe bisher, ist mega cool. So, wir schauen mal rein. Das Spiel geht jetzt mittlerweile schon auf Deutsch. Also es ist noch nicht draußen. Das Spiel kommt irgendwann im Laufe 2024 raus. Leider konnten die Entwickler mir noch nicht sagen, wann. Deswegen weiß ich es noch nicht. Ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen Einstellungen getätigt. Ansonsten bin ich mal gespannt. Automatisches Laufen. Weiß nicht, wie viel Laufweg es gibt oder ob man selber läuft. Was ich aber gezwungen war, einen Controller anzuschließen, habe ich festgestellt bei Steam. Also ich muss jetzt, also ich kann zwar mit Maus und Tastatur hier hantieren, aber ich konnte das Spiel nicht starten, ohne einen Controller angeschlossen zu haben. Die Demo gibt es auch runterzuladen, also müsst ihr einfach mal unten in die Verlinkung gucken. Und ich würde sagen, wir starten rein. Schau mal, ob es mit Maus und Tastatur geht. Aber wieso muss ich sonst einen Controller anschließen? Komisch. Das hat mich ein bisschen an Silver, wer das von früher kennt. So. Kadaver und rostige Panzer. Sie stürmen die Barrikaden. Alleine können wir sie nicht aufhalten. Warte mal. Okay, also es geht. Aber ich glaube, wir spielen mit Controller, so wie das Spiel es vorgesehen hat. Es werden immer mehr. Ich habe alle Wachen versammelt, die ich auftreiben konnte. Es sieht nicht gut aus. Wir müssen sie stoppen, bevor sie die Stadt erreichen. Zuerst die Kristallknappheit und jetzt werden wir von diesen Schrotthaufen angegriffen. Schrotthäufen. Wenn Konstantes fällt, dann hat die Konstante wirklich versagt. Wenn Konstantes fällt, hat die Konstante wirklich versagt. Auch ein cooler Wortwitz. Moshang ist auf dem Weg. Er ist nicht der mutigste unter meinen Schülern, aber er hat Talent. Das kann ein Magier schon ausrichten. Nichts. Für ungut, große Konstanz-Magierin Yadi. Oh, der Konstanz der Magie-Krog. Alles wird gut werden. Aber er hier. Er ist ja auch mit abgebildet vorne, ne? Warum ist das denn jetzt so schräg? Aber was hast du mit diesem riesigen Gabel vor? Ich bin eigentlich Gastwirt und nicht Kommandant in der Wache. Ich bin nur hier, weil ich helfen wollte. Okay, das ist alles ein bisschen zusammengewürfelter Haufen anscheinend. Da bin ich mal gespannt. So, da ist Moshang. Auf in den Kampf. Die Kadaver werden sich nicht selbst zurückschlagen. Okay. Warum ist das immer so schräg? So. So, okay, wir überspringen das mal ganz kurz ein bisschen. Also er erzählt ja jetzt, ey, du bist ein Magier, du musst es jetzt selber auf die Reihe kriegen, aber wahrscheinlich werden wir noch mal kurz ein Tutorial bekommen. Und da schauen wir gleich mal rein. Genau. So, auf geht's, Moshang. Okay, vorwärts. So, Moshang kommt zur Hilfe. Hey, ich habe nicht nur zwei starke Hände, ich bin ein Magier. Ein Magier. Okay, let's go. So, was haben wir denn jetzt hier? Quest freigeschaltet. Die Verteidigung von Konstantes. Südfeld, Ziele, Hilfe den Konstanzmagiern. Okay. Oh, man kann laufen. Man kann rennen. Es fühlt sich so ein bisschen wie früher an, wo man Turtles gespielt hat. Kennt ihr das noch? Also, so fühlt sich das von der Bewegung her an. So, Moshang, hast du deine Nase endlich aus deinen Büchern rausbekommen? Die Kadaver machen auf und greifen uns an. Okay. Okay, wir müssen jetzt gegen den kämpfen. So, schauen wir doch mal. Also, das Kampfsystem ist ungefähr wie Final Fantasy früher, wer das kennt. So, so ungefähr läuft das. So, wir haben ja jetzt hier Zauber, die Zeitleiste. Die Zeitleiste zeigt, in wie vielen Runden ein Charakter seine nächsten Fähigkeit benutzt wird. Jetzt. In jeder Runde verwendet der Charakter, der am weitesten links auf der Zeitleiste ist, eine Fähigkeit. Dann kehrt, ja, okay, das kennt man ja, ne? Von vielen Spielen kennt man das. Halt am weitesten links steht, ist als erstes dran und dann kann man zum Beispiel, wenn man den seinen Attack-Speed irgendwie verlangsamt, gehen die Rücken lieber dahinter zum Beispiel. So, Glut, Fähigkeitsstärke, 25, Steinhage, dahinter. Wo steht das? Achso, da 5. 1, 2, 3, 4, okay, verstehe. Also vorne die Zahlen. Musst du Fähigkeiten benutzen, die, sag ich mal, nicht so lange aufladen. Okay. So, das heißt, wenn wir jetzt Glut benutzen,
Frage ist, was macht denn am meisten Schaden, ne? Nutzen wir mal Glut. Ist halt die Leiste unten sieht ein bisschen aus wie vom Pokémon. Sagen. So, ich würde jetzt sagen, wir benutzen jetzt das hier. Bam. Da ist nochmal dran. Vielleicht hätte ich auch erst Blut nehmen sollen. Hätte ich vielleicht einen Schlag weniger abbekommen sollen. Einen Schlag weniger bekommen. So, Flattersäge ist erledigt. Let's go. Es hat ein bisschen was von den früheren Final Fantasy Spielen und Silver. Also ich weiß nicht, wer das Spiel Silver früher kennt, da musste es ja auch so rumlaufen. Also so ein bisschen hat es das. So ein bisschen so hat es dieser Stil gerade. So, geh jetzt auf Front, da ist eine Kiste. Ich finde den Arzt sehr richtig cool. Weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet bisher. So, Wache, geh ohne Furcht, Magier. Seid ihr hier? Zimetto. Okay. Jetzt ist die Frage, was ist das hier? Ah, okay, das ist der Tipp. Das ist die Karte. Okay, die sieht ja schon mal ganz vielversprechend aus. Ist hier sonst noch was? Ja, okay, wir gehen mal auf den da. Ich bin vielleicht nur Koch. Kann ich den angreifen? Ich muss wahrscheinlich zu ihm. So, zwei Konstanz mal gegen einen Kadaver. Das ist schon fast zu leicht. Okay, wir haben unsere Barrikade zerstört. Let's go. Hat er nicht gerade gesagt zwei? Au. Wir werden jetzt wieder full life. Die Frage ist jetzt, warte mal, Schwächen ausnutzen. Okay, schwach gegen Wasser und Erde. Achso, da stehen die Schwächen da. Okay, das finde ich cool, wenn sogar schon Schwächen da stehen. Da musst du nicht so viel überlegen. Gut. So. Wenn du den Schild eines Feindes durchbrichst, wird er schwach gegen alle Elemente. Außerdem fällt er zum Ende der Zeitleiste zurück. Nutze diesen Vorteil aus. Das heißt, wenn ich jetzt... Er ist jetzt schwach gegen Wasser und Stein. Okay, also wenn ich jetzt aber Feuer habe, dann lohnt sich das da gar nicht. Was ist er denn jetzt? Das heißt, ich muss ja jetzt Feuer machen. Weil dann verliert er nochmal einen. Zack. So, und jetzt müsste ich jetzt nochmal Feuer machen, damit er das Schild verliert und nochmal und dann hinten angesetzt wird, ne? So. Theoretisch müsste er ja jetzt wieder nach hinten rücken. Gegen alle und fällt zurück. So, genau. Ah. Okay, wir haben Erfolg gekriegt. Geil. So, jetzt haben wir hier 25. Theoretisch gesehen müssten wir ja jetzt den machen. Haben wir ja gut hingekriegt. So, Quest aktualisiert. Gehe zur Front. Gut. Siege die letzten Kadaver. Alles klar. So, wir können mal hier unten gucken, was das hier ist. Herstellen. Wir können. Oh, wir können irgendwas herstellen. Cool. Hier war eine Kiste, die habe ich vorhin schon gesehen. Bretter. Brauche ich die später, um irgendwas aufzubauen. Hier Wasser geht auch. Da laufen wir nur langsamer anscheinend. Okay, wir kommen nicht rein. Ja, meint. So, was haben wir hier? Okay, drei mit Eimer. Noch drei übrig. Drei Magier, drei Kadaver. Ah. Alle drei? Boah, das ist aber frech. So, mehr Zielfähigkeiten. Mehr Zielfähigkeiten wirken auf alle Charakter in einer Gruppe. Du kennst ja den drei Punkten. Nutze die Fähigkeit Blut, um alle Kadaver gleichzeitig zu treffen. Alle drei? Okay. Wo sind die? Ach, da, die drei Punkte. Okay, verstehe. Okay, krass. Also, wenn ich jetzt nochmal... Okay, jetzt kriege ich erstmal von allen drei auf die Fresse. Wenn ich jetzt alle drei angreife, dann fliegen die zu anderen zwei zurück, ne? Verstehe. Theoretisch müsste ich dann nur noch mal gut machen, dann wären schon mal zwei tot, ne? Hat er die geheilt? Ich glaub's ja aber nicht. Okay, noch mal gut. Und dann werden die anderen zwei fallen dann wieder zurück, ne? So. Perfekt. So, die zwei sind gebrochen, genau. Und jetzt machen wir wieder Glut. Dann sind die anderen zwei tot und der Kanöter ist noch da.
Er ist gebrochen und fällt auch wieder zurück. So. Er ist ja easy. Und jetzt kriegt er erstmal mit Steinhagel einen aufs Gesicht. Ich finde das gerade richtig geil. Also so Final Fantasy Style mag ich ja wirklich, ne? Richtig, richtig cool. Wie gesagt, Leute, das gibt's für Steam. Aktuell ist leider das Erscheinungsdatum noch nicht da, aber wer selber mal spielen würde, die Demo ist verlinkt, ne? Sprich mit Hammer, dem Ingenieur. Hammer. Warte mal, war Hammer nicht hier hinten? Ach, Hammer, vorhin hier irgendwo da oben gesehen. Ach, die sind weitergelaufen wahrscheinlich. Ist das Hammer? Hammer. Lieger Schraubenschlüssel. Okay. Boom. Okay, der Humor ist schon ganz cool. Okay, wir können das auch überspringen. Also wenn wir jetzt hier RT gedrückt halten, dann kann man die Dialoge zum Beispiel auch überspringen. Aber ich mal gucken. Oh, ich habe mich nicht. Nicht jeder Merki ist handwerklich begabt. Ja, mach das mal. Oh nein. Okay, ich habe die Kiste mit den Brettern ja schon gefunden. Okay, wir haben die Mission geschafft. Cool. Auf die Barrikade. Holen Sie Baumaterialien aus dem Kisten. Errichte die Barrikade, sprich mit Hammer. Okay. Nein, 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 nein. Ah, lass mich in Ruhe. So, wir hatten hier hinten ja eine Kiste. Ich finde das Design von dem ganz cool. Also von dem hier finde ich das echt cool gemacht. Hey, wir haben Planken. So, Baumaterialien müssen wir noch finden. Ich finde es auch sehr übersichtlich. Also bei manchen Spielen hat man ja das Problem, dass die Spiele nicht übersichtlich sind, ne? Warte mal hier, kommen wir hier rein? Nee. Und das ist immer mein großes Problem, wenn ich dann immer gucken muss und denke so, was ist das jetzt hier und so. Okay, also da darf ich anscheinend nicht lang. So, warte mal, wir brauchen Baumaterialien. Wir haben da die Kiste. Kommen wir jetzt hier lang? Da ist die Kiste. Das heißt, wir müssen nochmal zurück anscheinend. Oder wir müssen es herstellen. Ah. So, wir brauchen Baumaterialien. Das ist so eine komische Kiste. Okay. Irgendeine Holzkiste. Die wird hier irgendwo rumstehen. Werden wir schon finden. Ja? Ja? Wahrscheinlich hier oben. Ja, wer hätte das gedacht? War sehr einfach zu finden. So, jetzt haben wir die Baumaterialien und die Planken. Jetzt gehen wir hier hin und bauen die Barrikade neu. Herstellen. Geil. Notdürftige Barrikade. Cool. Und jetzt gehen wir wieder hier hoch. Und geben ihr das, ne? Was für eine wunderschöne Barrikade. Geil. So, wenn es denn sein muss, eigentlich muss ich zurück zu meinen Magierbüchern. Wir machen das hier. Wir dann die einzelnen Missionen einfach mal mitnehmen. So. Siehst du die leuchtende Stein? Wenn du ihn aktivierst, kannst du die Barriere in Handumdrehen aufstellen. Okay. Wieder habe ich Magie. Oh, wir sind ja ein Magier. Versperre den Weg mit der Barriere, damit alles wieder konstant. Hole die Baumaterialien aus den Kisten. Errichte die Barrikade, sprich mit Hammer. Aktiviere den Konstruktionsstein. Okay. So. Okay. Platziere jetzt die neue Barrikade, um Konstantes zu schützen. Passe aber auf. Also es ist irgendwie mit einem Defense-Spiel verglichen jetzt gerade, ne? Also es entwickelt sich gerade irgendwie in eine ganz interessante Richtung. Glücklicherweise kannst du sie drehen, um sie an die richtige Position zu drehen. Okay. Kann ich das jetzt alles nehmen? So. Wie kann ich das drehen? Ah. Kann ich so? Ah, okay, das war einfach. Bumm. Da die der Konstanzmagierin. Okay, die wird wahrscheinlich hier stehen. Ist das die? Nee. Okay, warte mal. Jadi ist die nicht. Das Cementos. Hammer. Das hier. Er ist ein Koch. Warte mal, da müsste hier irgendwo sein. Wache. Das hier Jadi. Wie sieht Jadi aus? Wahrscheinlich die alte, oder? Ja. Na, Maschong, fühlt es sich nicht gut an, deine Fähigkeiten mit voller Kraft einzusetzen? Ja, große, konstante Schmagierin. So. Cool.
Diese neue Barrikade sollte ausreichen, um die Felder von unserer Hauptstadt zu schützen. Gut, endlich kehrt hier wieder Konstant. Ich finde es interessant, dass ich hier, was bei Spielen, die im Early Access raus sind, ich keine Erfolge kriege, aber so ein Spiel, wo ich gerade wahrscheinlich die Demo spiele, ich Erfolge kriege. Ist schon sehr faszinierend. So. So, okay, wir müssen jetzt irgendein Buch finden. Okay, wir müssen jetzt was finden. Let's go. Eigentlich ein ganz geiles Game. Also so vom Aufbau her finde ich es echt cool. Macht schon echt Bock. Bin mal gespannt. Ach, guck mal. Denk dran, wir haben 6 verschiedene Charaktere. Ne? Das müsst ihr bedenken. Syl, ich hab's geschafft. Ich bin zurück in Konstantis. Komisch, ich hatte die Stadt viel imposanter in Erinnerung. Vielleicht, weil ich damals noch ein Kind war. Ist halt immer so. Ne? Das kenne ich auch, wenn ich irgendwo, sag ich mal, in der Stadt war, wo ich da nur einmal war. Und dann bin ich jetzt Erwachsener da nochmal drin und denke so, okay, alles klar. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle 6 Charakter spielen. Kann ich euch auch nicht sagen. Mal sehen. Ich glaube, unser Haus war hier in der Nähe. Es hat eine rote Tür. Syl begibt sich auf die Suche. Bin froh, dass ich die Geisterwelt verlassen habe, um meine Eltern zu finden. Cool. So. Gehe zurück nach Hause, Konstantes erste Ebene. Finde das Haus mit der roten Tür im Osten der Stadt. Osten. Also Osten ist hier. Hast du es eilig? Du kannst jederzeit die Lauftaste drücken, um schneller zu laufen. Ja, mache ich gerade. Also das mache ich eher. Das ist bei jedem Spiel so. Immer rennen. Wahrscheinlich die hier. Dödüm. Ja. Mama. Was? Ein Spinner mehr in der Familie. Was? Ein Spinner in der Familie ist mehr als genug. Ich wie ein Pilzmutter aus. So, okay, ja, sie sucht immer noch ihre Eltern und die wohnen halt nicht mehr da, wie es halt immer ist bei solchen Spielen. Die wirklich irgendwie, oder bei irgendwelchen Filmen ist das ja auch so. Du klopfst an die Tür und auf einmal so 20 Jahre später und dann wohnt halt der nicht mehr da, ne? Okay, Mushang. Ah, jetzt treffen die sich. Ach so, so treffen sie sich also. Oh, dieses schräge, irgendwie nicht so geil. Jede Menge Haare, aber nichts in der Birne. Okay. Also, wir müssen jetzt irgendwie in die 5. Etage. Findet das Haus mit der roten Tür, das haben wir geschafft. So, was ist jetzt hier? Sprich mit den weltberühmten Magier Mushang auf der 5. Ebene. So, wo ist die 5. Ebene? Kann man die gerade? Frage ist jetzt, ist das jetzt hier? Wo ist die 5. Ebene? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich... Ah ja. Okay, wir müssen Fahrstuhl fahren. Hat anscheinend eine panische Angst vor Fahrstühlen. Ich gehe davon aus, dass das hier unten sein wird. Sieht schon schön aus, ne? Okay, ich weiß gerade nicht, wo ich hinlaufe. Da ist die 5. Ebene. Das heißt... Vielleicht hier hoch. Hier, das sieht echt cool aus. In den Artstyle halt geil, ne? Das hier. Da ist ein Ofen. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Hier könnte es sein. Könnte ein Fahrstuhl sein. Vera. Du tritt nur mit Ticket. Finde ich eins. Viel Glück damit. Wahrscheinlich im Gasthaus, sofern noch welche übrig sind. Okay, wo ist das Gasthaus? Wo ist das Gasthaus? Warte mal, wir haben doch das Gasthaus auf der Karte gesehen, glaube ich. Hier. Also wir müssen jetzt hier, das ist dieses direktes Haus, also hier dieses Ding, das müsste hier das Gasthaus sein, wahrscheinlich von ihm hier. Bock. Ich brauche Hilfe, ich auch. Okay. Ein Kadaver. Oh nein, ich glaube, ich soll jetzt unten den kaputt machen, dann kriege ich ein Ticket und dann komme ich wahrscheinlich mit dem Aufzug hoch. Steht die Suppe bis zum Hals. Und sie gibt uns, was wir wollen. Wer hätte das gedacht?
So, Rainer. Hier in den Keller, das wird wahrscheinlich das da sein. Och, diese Schildkröte, das ist der Wahnsinn. Dem Edelsteinpfad entlang konzentrieren, wie in der Schule. Okay, das mit den Angastern ist ganz cool. Du warst. Es geht nicht. Nani? Oh mein Gott. So, okay. Also sucht jetzt sie. Halt ist sie weg. So eine Beschwörerin hat keine Geister, die sie beschwören kann. Ist halt witzig, wie die mit den mit dem Sprechblasen interagieren. Also dass wenn die zum Beispiel ein bisschen komisch drauf sind, dann machen sie so schräg. Wenn sie ängstlich sind, dann poppern die so. Das müsst ihr mal beobachten. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. So, den Gasthaus haben wir mit Krog. Genau, abgelaufen. Aufzugsticket, Reiseführerseite, $50. Gut. So, ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Oben? Nee. Sind wir nicht. Keine Ahnung. Hier ist ein Eimer. Das Design halt mega cool gemacht, ne? Hier geht's raus. Das muss hier irgendwo der Box sein. Da. Hallo? Fertig. Ah, was erledigt. So schnell. Du bist ganz schön effizient. Danke. Herzlich willkommen in Konstanz der Stadt, die niemals schläft. So. Das läuft schon mal ganz gut hier. Hier sind ein Aufzugsticket und ein Reiseführer. Ich finde es halt sehr angenehm, wie die dich durch diese Geschichte führen. Ne? Das ist bei vielen Spielen musst du ja mittlerweile selber überlegen. Oder da haben sie, wenn sie Early Access rausgekommen sind, musst du halt immer erstmal noch so ein bisschen, da fehlt noch ein Teil. Und das hast du hier gerade wirklich bis jetzt gar nicht. Die nehmen dich an die Hand und bringen dich halt durch. Finde ich ganz cool. Konstantis. Zwischen den Ausläufern des Friedensgebirges liegen die 7 wunderschönen Ebenen von Konstantis. So, was hat es mit den Umhängen auf sich? Nur Magier tragen Umhänge und alle Magier gehören zum Orden der Konstanz, der größten und einzigen Magierakademie auf Terra. Auch wenn Magie nutzlos ist, kann man damit viel Eindruck schinden. Mit Magie nicht sinnlos. Die Müllhalter auf der 5. Ebene sammeln und spenden Dinge aller Art, alte Bücher, schimmeliges Gemüse, verirrte Kinder. So, Party ohne Ende in Konstanz. Okay, 3 Sterne im Michelin-Reiseführer. Okay, das ist anscheinend so ein Prospekt. So, abgelaufenes Aufzugsticket. Warte mal, wenn wir ein abgelaufenes Aufzugsticket haben. Das abgelaufenes Aufzugsticket ist. Wieso kommen wir dann in die 5. Ebene? Oh, was ist hier? Lass mich raten, er ist hier. Wer ist er denn? Woga? Wir haben den Quatschen. Okay. Er redet dafür, dass man irgendwie keine Kristalle braucht. Aber alle irgendwie sagen, dass man die Kristalle braucht in dem Spiel. Also in der Stadt. So, gibt es Bücher aus der Zeit vor den Kristallen? Das ist eine tolle Idee. Geht zur Müllhalde und seht in den alten Büchern nach, wie lange wir schon Kristalle verwenden. Okay, das sieht aus wie eine Nebenquest anscheinend. So, gehen wir hier hoch. Das ist wahrscheinlich die alte Bibliothek oder so. Da muss jetzt auch der Moschschrank sein. Da muss ich jetzt hier irgendein Buch nehmen oder was. Also. Lesen. Okay. Das sieht gut aus. Was soll man machen? Sprich mit Funda. Ich ran das hier. Hätte das gedacht? Was du da mit der Saugglocke? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum die gerade so drauf sind. Da oben sind irgendwelche. Das Hyänen, Füchse? Was soll das darstellen? So.
Schimmelpilze, alte Läuse und ein Hauch Holzwurm. Wenn mich meine Nase nicht täuscht, ist dieses Buch ungefähr 200 Jahre alt. Zeichnet, das kann ich bestätigen. Plus, minus 64 Jahre. Boah, was ist... Der Humor ist sehr anders. So. Okay. Sollen denn die Seite bringen, aber wir quatschen erstmal mit ihm hier. Das ist der Wunderknabe der Müllhalde. Oh mein Gott. Bist du auch Magier? Oh nein, ich bin Karsak, Beschwörerin. Fast dasselbe. Mein vollständiger Name ist Syl S4, Erbin von Ivers, der Tochter des Sterns, der Herrscherin des dunklen Waldes, der Leere und von allem, was dort seinen Ursprung hat. Ich bin Mushang, Magier der... Einfach nur stinknormaler Magier. Ich finde den Humor gut. Der gefällt mir. Kommt es gerade erst aus der Schule? Oh mein Gott. Sie war 10 Jahre in dieser Schule. Sie war 10 Jahre in der Unterwelt. Und jetzt war sie jetzt und sie hat die abgebrochen? 10 Jahren? So, okay. Was geht hier? 3 Jahre in dem Haus. Also, okay. Tanzmagier sind verpflichtet zu helfen. So, okay. Ja, jetzt müssen wir auf Stufe 7, also auf Ebene 7. Okay. Keine Sorge, wir Magier müssen zusammenhalten. Gut. Achso, ich kann die jetzt tauschen. Das hat keine Auswirkung auf den Spielverlauf. Manchmal wird ein Charakter aktiv, um seine Meinung zu sagen. Niemand nimmt es dir übel, wenn du danach zurück zu deinen Lieblingen wechselst. Okay. Cool. Normale Licht. Sprich mit dem Bürgermeister von Konstantis. So. Wir werden jetzt erstmal die eine Quest fertig machen. Also das hier, was wir hier vorne abgegeben haben. Wir haben jetzt hier dieses Buch. Reiseführer, Tutorial. Ja, aber wo ist das? Ach, hier. Das machen wir jetzt fertig. Im Gange. Story. Oh, haben wir. Cool. So, jetzt geben wir das hier ab. Ich finde die Grafik halt mega, oder? Was sagt ihr? Finger Hoga, die herausgerissene Seite. Okay. Oh, jetzt muss ich mich noch in der Stadt umhören. Okay, befrage die Bürger. Um welche? Zählen die? Nein. Nein. Okay, wenn die nicht zählen. Schauen wir mal hier den Bürger an. Nein. Okay, also muss ich wahrscheinlich, die heißen wahrscheinlich Bürger. Vielleicht ist eine Kiste. Ein Merki. Ja, was das ist. Anstecknadeln ausrüsten. Okay, du hast eine Anstecknadel gefunden, damit kannst du deine Attribute im Kampf verbessern. Rüste sie im Charakterbildschirm aus. Anstecknadeln sind sehr wichtig, um im Kampf stärker zu werden. Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, mehr davon zu bekommen. Okay. Das ist ein Inventar. Ach hier. Hier, ein Merki. Die Anstecknadel gibt dir folgenden Boni. Und wie kann ich die anstecken? Okay.
War nicht schlecht. So. Wir haben jetzt einen Burger gesprochen. Was ist denn da oben? Was für eine Tür? Okay, wartet mal. Wir haben jetzt mit einem gesprochen. Wir gehen nochmal hier hoch. Kann sein, dass wir mit denen hier noch sprechen müssen. Er ist ja der Hyänen. Er ist der Hyänen. Oh, Augenzelt. Moment. Bürgerin. Da. Dumme Frage. Ohne Kristalle gibt es keine Konstanz. Okay, wir haben drei verschiedene Sachen gekriegt. Sprich mit Hoga. Dahin. Am Anfang bei jedem Game ist es so, dass man immer ganz viel Story hat, ne? So, das ist fertig. Jetzt durch. Okay, warum sind die alle so auf Hoga fixiert? Warte bis zum nächsten Tag, finde Hoga und seine Anhänger im Rotland. Okay, wir gehen jetzt hier runter. Wir müssen jetzt zum Bürgermeister auf Ebene 7. Jetzt halt die andere Frage, ob wir da jetzt hinkommen. Oder ob wir noch ein neues Ticket brauchen. Ah, brauchen wir nicht. Die Grafik halt cool gemacht, ehrlich. Also die ist echt schön. Die haben sie echt gut hingekriegt. Domi. Hm. Lalalala, wir gehen wieder runter. Okay, oder auch nicht. Das Spiel lässt mich nicht. Oh, was ist das? Ach, hier. Meditieren. Irgendwie sind die Charaktere alle so Anti-Helden. Kann ich da mal wechseln? Ah, okay. Ja, das ist cool, dass man die auch wechseln kann, aber das ist ja bei vielen Spielen, wo du so mehrere Charaktere hast, ist das ja der Fall. Ich vorher mit ihr sprechen sollen. Der Bürgermeister, die Schildkröte. Okay. Der sagt mir nicht, das ist der Bürgermeister. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Wir dachten, du könntest uns vielleicht helfen. Das bezweifle ich. Ich bin nicht gut darin, den Leuten zu helfen. Aber mal sehen, was gibt's. Wir würden gerne einen Blick ins Bürgerregister von Konstantin werfen. Er guckt so traurig. Seht ihr das? Sie sucht nach ihren Eltern. Sie sind verschwunden. Echt, ist es besser so? Wenn mir das jemand antworten würde, ey, den würde ich ja auch die Beine lang machen. Das ist richtig traurig, Mann. Ey, also ein bisschen langgezogen ist es schon, weil die schicken dich dahin, dahin, dahin. Die sagen jetzt hier, ey, Bürgerregister ist jetzt weg. Du musst es suchen. So, sprich mit der Summer. Was haben wir jetzt hier? Betritt das Mohuba... Was? Mohubabu. Wenn das Element Stadtrick ist. Lastend. So, warte. Jetzt irgendwas? Die fünfte Ebene, danke. Okay, wir müssen einen Baden finden. Der Reiseführer. Hier, willst du das konstante Tohubabu besuchen? Dann wende dich an... Alto anerkannter Bade. Besuche meinen Stand, um mehr zu erfahren. Erste Ebene. Okay, also müssen wir erst in die erste Ebene und dann in die fünfte Ebene.
Also ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, sage ich mal. Das ist nicht so, wie erkläre ich das? Dass du irgendwie so viel rausfinden musst, sag ich mal. Also musst schon ein bisschen rausfinden, aber es ist halt entspanntes rausfinden, sage ich mal. So, wo ist der? Wo ist der Typ? Wo ist der Bade? Das ist doch irgendein Musiker. Sieht der aus? Okay, der hat irgendwie so einen Lockenkopf. Der hier? Okay. Der hier? Okay, der muss hier irgendwo sein. Auch nicht. Da kannst du anscheinend was verkaufen. Ich will mal ganz kurz ins Kaufmenü gehen. Ich will mal kurz gucken, wie das aussieht. Frisches Option Gemüse. Mehl, Butter, Creme Fraiche, Mango, Tomate und Ingwer, ne? Ja. Okay. Bis jetzt sieht das alles sehr vielversprechend aus, ne? Muss man ja mal sagen. So, was haben wir hier? Was ist der Typ? Das ist er doch, oder? Heilige Harmonie. Ja, das ist er. Harmonie, Timbre, Tempo. Man sieht euch an, dass ihr gute Freunde seid. Wir haben es erst vor 2 Minuten getroffen. Ihr seid gute Freunde. Hör auf zu reden. Oh Gott. Junge, also manchmal sind die echt wild. So, was passiert ständig? Die Leute lassen sich von der Musik mitreisen und verlieren den Verstand und ihr Besitz. Okay. So, wir machen mal ein bisschen hier, ein bisschen auf schneller. Ich dachte, ihr könnt die Demo ja gerne nochmal selber anspielen. Ich will halt nur mal gucken halt, wie es jetzt, sag ich mal, weitergeht, ne? Also dieses Ganze, ich bin halt zum Beispiel, ich bin der Typ, der bei WoW alle Texte skippt. Ich bin bei der Typ, der bei Diablo alle Texte skippt, außer die Videos. So. So, wir haben jetzt den Baden. Das heißt, wir können jetzt auf Ebene. So, wir können auf Ebene 5. So, Fahrstuhl. Mal gespannt, wie lange der Prolog geht. So, hier, das ist jetzt das Bücherregister nicht. Das Tobabo war, glaube ich, hier unten wird das wahrscheinlich sein. Würde mich nicht wundern, wenn das hier hinten irgendwo ist. Einmal im Kreis, bitte. Gerade. Ist hier nichts angezeigt. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wohnzelle vor allen Dingen. Gehe da. Könnte das sein? Zwar bleibt hier, aber ich bin jetzt einfach mal reingegangen. So, wir müssen jetzt hier irgendwie so ein Bücherregister suchen. Alles klar, wir müssen hier kämpfen. So, und das heißt, du hast sie verloren. Ja, also das hat sie aber noch nicht erwähnt, dass die komplett weg ist. Wir können nicht weghören, wenn ein Schluchzen die größte Harmonie stört. Oh mein Gott. Okay. Was ist denn unser Dritter jetzt? Und Alto. Achso, die sind zusammen. Charakterpaare. Manche Charakter wie Alto leisten im Kampf Unterstützung. Sie bilden ein Paar mit einem anderen Charakter und beeinflussen dessen Fähigkeiten. Ach, großer Gott. Du kannst ihre Kräfte. Das finde ich aber schon wieder cool. Du hast jetzt also eine Kombination aus Fähigkeiten und kannst das selber variieren. Alto kann beispielsweise Angriffe in Heilung und Heilfähigkeiten in Angriff umwandeln. Ist cool. Alto wird manchmal Mushang unterstützen und manchmal Syl. Charakterpaare werden am Anfang jedes Kampfes zufällig gebildet. Jede Formation bietet euch neue Strategien.
Ah, okay. Was macht das? Ach, gut, wieder. Also hier steht halt nicht, was das gerade macht. Ändern. So, machen wir das mal. Mhm. Warum ist Mushang eigentlich immer noch... Warum hat er immer noch Damage bekommen? So. Nochmal Glut auf beide. Der eine müsste sogar mehr Damage bekommen. So, der gelbe müsste jetzt wieder nach hinten gehen, genau. Was ist das? Ah, ich kann heilen, okay. Das hier? Er macht wieder das. Der eine ist tot. Und der andere ist gebrochen. Nicht schlecht. So, und der das. Okay, ist doch voll auf die Ziel. Ja. Hat die große Schnabel jetzt erledigt. Zack. So, weg mit dir. XP. Plus 2, 4. Was? Plus 2, 4D-Brille. Ja. Das heißt, wir haben jetzt ein Item bekommen. Hier. Das müssen wir hier auswählen, glaube ich. Warte mal. Ja. Was bringt das? Vielleicht bei ihr? Alto ist nur ein Unterstützer, also der kämpft gar nicht richtig. Okay, verstehe ich. Was machen die? Ah, okay, die machen gar nichts. So. Boah, 8. Das war aber. Das war aber weh getan. So. Okay, er hat diesmal 2 bekommen, das ist gut. Aber der geht nicht wieder auf sie. War ja klar. So, er macht jetzt Glut. Damit bricht er. Jetzt ist die Frage, machen wir jetzt erstmal Heal? Ja, war gut. So, und jetzt macht er. Das. Hä? Dann müsste er jetzt sterben. Der andere müsste brechen. Ja, der Heal war gut. So, tschüss. Eigentlich voll geiles Konzept, das Spiel, ne? Man muss halt ein bisschen überlegen. Sehr, sehr cool. Also, mir gefällt's. Oh Mann. Du hättest auch einfach sagen können, dass wir diese Maschine aktivieren müssen. Komm, jetzt aktivier die Maschine. Ah, warte mal. Ich will die Kiste nämlich haben, deswegen. Okay, das ist im Endeffekt einfach nur ein... Ja, wie nennt man das? Einfach nur ein... ja. Dann habe ich einen. Mach das. Plus 8 Stärke. Einfach nur ein Schlüssel, also so ein Teil, damit irgendwas aufgeht. Wie ein Schlüssel halt, ne? So. Ganz schön viele Gegner hier. So. Sehr gut. Ja, jetzt greift er trotzdem nochmal an, was ein bisschen doof ist. Ah, er heilt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich gestehen. Blut.
gut, dass beide brechen. Sagen, beide sind gebrochen, ne? So. Ja, das war klar, dass er nicht stirbt. Aber dadurch, dass er gebrochen ist, können wir das machen, dann ist er weg. Easy. Noch mal eine 3D-Brille. Habe ich das Gefühl, dass er die 3D-Brille haben will? Oder auch nicht. Das ist ganz schlecht. Feuer, Feuer und Wind. Okay. Das war okay. Macht der die Attacke, dann machen wir jetzt Feuer und dann brechen alle drei. Das ist gut. Er geheilt. Glut. Sehr gut, alle drei gebrochen. Machen wir den Wirbel. Jetzt erstmal die Party. Blubberkäfer müsste jetzt weg sein, genau. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt erst Feuer. Ja, doch. Dann haben wir den einen linken Vogel nämlich weg. Und theoretisch gesehen. Ey, wie, der greift alle beide an. Das Gute ist, wir können nochmal heilen. Mach absichtlich vor. Ach, scheiße, er kommt früher, ne? Wobei. Ja, wir machen ihn weg. Ich hatte überlegt, nochmal zu heilen, damit sie auch wieder voll ist. Ich glaube, das Buch liegt da. Mensch, das ist ja fast einfach. Also die Qualität vom Spiel ist echt cool. Also sie gefällt mir wirklich. Nicht wundern. Achso, scheiße. Ich habe es jetzt extra weggeklickt, weil ich gedacht habe... Warte mal, man kann doch so machen. So. Okay, jetzt bringen wir noch den Bürgermeister das Buch. Ich habe das dumme Gefühl, dass es uns nicht rausbringt. Oh. Habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich gestehen. So, wir müssen jetzt wieder hoch auf die Ebene, wo der Bürgermeister ist. Jetzt gefällt mir das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Ich denke mir mal, wenn das storytechnisch wird, das noch sehr, sehr viel... Oh oh. Junge, die sind aber sauer. Die sind ja richtig sauer. So, wir gehen mal rein. Protestieren gegen die Kristallknappheit. Ich überspringe das mal ganz schnell. Okay, wir gehen nochmal schnell zum Bahnhof.
Alter. Diese schrägen Texte. Okay, also die Kristalle sind ja im Endeffekt verschwunden aus der Stadt und wir sind dann dazu da, um die wiederzusuchen, ne? Und da somit geht es dann unsere Reise los. So ist das im Endeffekt die Story dahinter, ne? So. Hier, wir überbringen das mal. Okay. So. Wo müssen wir hin? Rotland. Das Rotland. Südfeld, Seenfeld, Rotland. Ich das hier, kann ich jetzt meditieren? Okay. Wir schauen nochmal schnell da rein. Die Quest. Wir haben ganz schön viele Quests. Ein Neustart in Neustadt. Rotland. Rotland Hyäne. Konstantes Ebene 1. Das Kristallproblem. Und da. Gehen nochmal schnell runter. In die erste Ebene. Schauen nochmal ganz kurz da vorbei. Man kann ja, das Gute ist ja, man kann ja ganz easy das hier machen. So, und da steht ja da, was man machen muss. Oder man drückt es einfach weg. Ich mit Esimea, der Bahnhofsvorsteherin. So, wo ist der Bahnhof? Vielleicht irgendwo vorhin schon gesehen. Hier nicht. Ich glaube, das wird sie sein. Ist auch alles sehr, sehr schön sichtbar, ne? Muss man ja mal sagen. Uns das nochmal an. Reise eine Rückfahrt gibt es nicht. Oho. Ist das eine Drohung? Ich habe so das Gefühl, dass, dass die Dings stehen geblieben ist. Wer hätte das gedacht? Das hier? Eine Seite mitnehmen. Achso, das ist dieser Reiseführer. Ne? Das finde ich aber auch ganz cool gemacht eigentlich. Da siehst du, was es hier gibt. Zum Beispiel Fische, Bären, Eier, Algen, Milch, Honig. Gelbes Gras bedeutet, dass Großschnäbel in der Nähe sind. Ein wichtiger Tipp, lasst ihr Eier in Ruhe, egal wie lecker sie sind. Achso, wir sollen die Eier in Ruhe lassen. Okay. Achtung, wilde Schlawafe. Sie sehen zwar nett aus und kuschelig, aber ihre Lieblingsspeise sind kleine Kinder. Okay. Okay, also die Landschaft finde ich echt super. So. Geh nochmal kurz in den Fight rein. Da oben ist noch was zu angeln. Bonstoß. Bonschlawaf. Schlawaf. Zum Namen. Die haben alle. So. Ist nach ganz hinter. Jeder eine hat auf Feuer. So schlecht auf Feuer. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir erstmal schön die Glut rein. Bam, jetzt brechen alle. Zack. Oh, hier nochmal den. Dann nochmal eine Glut und dann sind alle tot. Ding, ding, ding. Ey, dass es hier Erfolge gibt in der Demo, finde ich halt auch ganz, ganz witzig, ne? Badum. Badum. Ich habe gerade einen Erfolg, dass ich unten auf der Zeitleiste auf drei Dingen gleichzeitig gesprungen bin.
Ich möchte mal ganz kurz hier runter zu dem Angelpunkt da. Und schauen wir uns das mal an, weil angeln kann man ja anscheinend hier auch. Geht das? Kochbuch, Handwerksbuch. Wir haben jetzt eine Angel, aber wir können die nicht benutzen, oder was? Oh. Ja gut. Ich würde trotzdem sagen, das war es erstmal mit Terra Memoria, Leute. Die Demo wird wahrscheinlich noch über eine Stunde gehen. Und ich sag mal so, sonst würde das Video knapp 2 Stunden laufen. Und das wollte ich euch jetzt, sage ich mal, einen kurzen Eindruck verschaffen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel haltet. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht raus. Ihr könnt die Demo runterladen. Die Demo kostet nichts. Und 2024 soll es, also im Laufe 2024 soll es rauskommen. Ich hoffe es. Ich werde es dann definitiv mal anspielen, wenn es rausgekommen ist. Sagt mir eure Meinung dazu. Danke fürs Zuschauen. Natürlich bewertet das Video und haut rein.